Hallöchen! Tachchen, ihr Lieben! Ich habe drauf gewartet, wie du uns begrüßt jetzt. Ja, einfach mit Hallöchen. Easy peasy. Ich bin noch zu schwach. Ja. Von gestern, von der Schlepperei. Oh. Von der Schlepperei? Ja, auch. Von der Grinserei. Ja, ich habe auf jeden Fall hier wieder ordentlich am Muskulär. Also die einzigste muskulöse Stelle an meinem Körper sind jetzt meine Wangen. Ich würde sagen, wir haben gestern ein richtiges Workout gemacht. Im Gesicht. Zählt schon. Naja, Gesichtsworkout. Ich meine, Gesichtsyoga ist aktuell voll im Trend. Wir waren voll das dabei. Das war aber eher Gesichtsentgleisungen als Yoga, oder? Ich finde, wir sollten Kurse mittlerweile anbieten. DSNF. Naja, Gesichtsyoga-Kurse. Für die Zuhörer, ich zeige gerade, wie wir es gemacht haben. Ach ja, genau. Ah ja, stimmt. Die meisten sehen es ja gar nicht. Ihr könnt es uns auf YouTube auch wirklich als Video sehen. Das fragen aber ganz viele. Wo ist denn das Video auf YouTube? Auch bei Spotify kann man uns als Video sehen. Echt? Ja. Es läuft dann ab und dann ist da oben ein Bildschirm. Wow. Wirklich? Ja, wirklich. Das ist super. So, ein kleines Feedback zu gestern. Für die, die es nicht wissen, wir waren gestern in Münster auf dem Influmenschler Flohmarkt 2.0. Es war doch nicht unser erstes Mal. Wovon waren wir so überrascht? Nur es waren einfach noch mal ein paar mehr Menschen. Die Slots waren länger, ne, glaube ich, von anderthalb Stunden auf zwei Stunden. Das hat man deutlich gespürt. Und statt 400 pro Slot waren es 600, glaube ich, oder so, ne? Richtig. Ich sag mal so. Zwei auf jeden Fall. War sportlich. Waren auf jeden Fall eine Menge Menschen plötzlich da. Es war, also vorweg, es war ja wirklich cool, ne? Oh Gott, was für nette Menschen, ne? Wir haben so viele unfassbar nette Menschen kennengelernt. Aber man wollte jedem die Zeit schenken, die er verdient hat. Ja. Fürs Anstehen, fürs Vorbeikommen, fürs jahrelange Follow. Mit dabei sein, ne? Ja. Und das war einfach nicht möglich. Und du hast so eine, es haben sich Schlangen an allen Ständen gebildet. Und die wurden so lang, dass du immer nach hinten geguckt hast und gedacht hast, wir haben nur noch 30 Minuten. Wie zum Teufel sollen wir jedem die Zeit geben, die er verdient hat? Wie? Ich hab richtig und dann kam schon die bekommen. Ansage, der Slot ist vorbei und wir guckten dann und dachten, okay, da stehen aber noch 10 Leute. Also ich habe ihr dann immer zugeflüstert, das geht nicht. Wir müssen, alle dran bekommen. Es war so traurig. Manche waren aber clever und haben zwei Slots gebucht. Also natürlich nur wenige, aber Es gab sogar Leute, die hatten die drei Slots gebucht tatsächlich. Es gab sogar Leute, ziehen wir jetzt so vor, die sind nach dem ersten Slot nach Hause gefahren, haben sich frisch gemacht und umgezogen und sind im dritten Slot wiedergekommen. Kein Scheiß. Grüße gehen raus an die beiden. Die gab es auch. Das war auch richtig cool. Ich hatte leider, das muss ich direkt mal vorweg sagen, ich habe eine Migräne bekommen, ne? Also die hat so am Ende vom ersten Slot angefangen und zu Beginn des zweiten Slots zugenommen. Und das war ziemlich spät. Ich glaube, so 20 Minuten vor Schluss vom zweiten Slot gucke ich in die Menge. Da hast du schon gesagt, ich habe irgendwas im Auge. Ich habe was im Auge. Bin dann auf Toilette gegangen, bin wiedergekommen, habe geguckt. Ja. Ich sage, Rana, die haben alle nur ein halbes Gesicht. Und Rana sofort Panik bekommen, weil sie ja vor kurzem Netzhautablösung hatte. Ja. Die meint, wie sieht das denn aus? Ist das wie so eine bunte Seifenblase, aber zackig, habe ich dir gesagt, lauter Zacken. Richtig. Drumherum. Und die haben die alle ab dem Hälfte vom Gesicht und das flackert die ganze Zeit. Ich dachte, nein. Und wirklich, mein Gedanke war, die Schlange ist ja da. Ich kann ja nicht aufhören. Ja. Ich will ja hier stehen bleiben. Und ich habe so richtig immer einen Schluck getrunken, Keks gegessen, hat natürlich nicht geholfen. Das war wirklich gar nichts Schlimmes, haben wir festgestellt. Es war einfach eine fucking Migräne, die sich so richtig schön aufgebauscht hatte mit Aura, die sich so am Auge. Mhm. Aber ich konnte euch alle nur noch zur Hälfte sehen. Aber wurde dann besser, ne? So eine halbe Stunde später und zwei Tabletten später. Gott sei Dank. Boah, ist das nicht weggegangen, richtig gut aber bei dir. Ja. Dass es denn so schnell wegging, wenn ich Migräne mit Aura hatte, da war ich ich hatte erst gar einmal nichts, Migräne dass du da in meinem Leben steht. Bitte? Einmal erst. Ich hatte das einmal Migräne in meinem Leben. Das war im Urlaub. Oh, okay, da habe ich aber zwei Tage im Bett gelegen. Da habe ich die ganze Zeit geweint, weil ich dachte, jetzt sind wir im Urlaub. Da waren die Zwillinge noch nicht auf der Welt. Da war Josie ganz klein. Und Hendrik war dann die ganze Zeit allein draußen. Ja, Gott. Das wird wahrscheinlich auch einmalig jetzt gewesen sein. Es war einfach der Stress und die ganze Umgebung. Ja, es gibt ja auch positiven Stress, ne? Ja. Ist ja nicht immer negativ, sondern es war ja schön. Man darf ja auch nicht vergessen. Ja, klar. Das Event an sich, aber davor Kinder organisieren, wegorganisieren, den ganzen Kram organisieren, die Fahrt, aufbauen. Das ist ja eine Reise dorthin. Ne? Dann ist es natürlich auch einfach so unbewusster Stress, der dann kommt. Ich meine, ich dachte, macht das jetzt Arbeit und Stress und Hotel und zurück, aber auf so eine richtig positive, coole, freudige Art. Und dann gucke ich und denke,
warum haben die alle nur ein halbes Gesicht? Erst habe ich kurz Panik gekriegt. Ich sage, Hanna, kann ich alle meine Hände noch bewegen? Ist alles gut? Und sie so, ja, du kannst alles bewegen, alles super. Und dann, als die Tablette wirkte und es mir, ne, ich habe mich ein bisschen hingesetzt kurz, dann war es auch wieder besser. Aber mein Kopf war wirklich, da stehen doch Menschen in der Schlange. Kann jetzt nicht gehen. Hat aber geklappt. Ja, das stimmt. Hat ganz in dem geklappt, Und wir haben alles verkauft bekommen, ne, bis auf, weiß ich nicht, 10 Teile. Die haben wir dann gespendet an... Genau. Diesmal war es nicht... Frauenhaus. Doch, war ein Frauenhaus. War es nicht ein Frauen... Ich glaube ja, es war ein Frauenhaus. Ich hatte den Veranstalter gefragt, den Lukas, der alles organisiert hatte. Ja. Und ich meine, er hätte gesagt, das geht dieses Jahr woanders hin. Oh ja. Aber auf jeden Fall für einen guten Zweck wurden dann die Teile, die nicht verkauft wurden, verschenkt sozusagen. Genau. Die wurden dann auf spezielle Bügel gehangen, ne, so silberne. Und dann wussten die genau, die Sachen können die gleich mit einpacken. Ja, ist richtig viel Geld reingekommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ey, wir haben alle richtig viel Geld eingenommen. Oh, die anderen haben ja auch so dazwischen genannt. Hm? Ja, dachte ich auch so, oh wow. Aber die hatten ja, die waren richtig clever. Die haben ja auch so krass, die haben da ja wirklich ein Konzept erstellt zum Teil. Konfetti und Olali. Die haben da echt so ein riesen Ding draus gemacht. Die hatten so eine eigene Foto-Ecke und so. Richtig geil. Vorhang, und wir so Blumen und wir so. Wir haben Stand und unsere Klamotten. Ja, also wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen vorbereiteter sein. Freunde, freut euch auf Deko und Bilder von uns. Das ist so typisch wir, ne? Ja, wirklich. Das ist so typisch. Alle anderen total top vorbereitet und wir beide so, wir haben Klamotten dabei, was wollen wir mehr? Also und gute Laune. Voll Spaß gemacht. Ja, wir waren gut gelaunt, genau. Das kann man uns nicht absprechen. Nee, die Stimmung war aber auch echt gut, mein Gott. Ja. Also nicht nur jetzt von uns Veranstaltern, in der Halle waren richtig gute, du hast gemerkt, es ist richtig positiver Vibe, fand ich. Ja, definitiv. Dann auch die Leute, die da waren, richtig viele nette, positive Menschen. Es hat richtig gut getan, muss ich sagen. Es hat ja so die Social, so richtig schön aufgeladen, die Batterie, ne? Also das muss man sagen. Ja, schön. Bis auf die blöden Kopfschmerzen. Aber wie gesagt, wurde besser. Ja. Die haben uns dieses Jahr die Pommes verwehrt, Schatz. Nee, das ging gar nicht. Nee. Da wurde ich sauer. Ja, mit Recht. Das war der einzige Moment, wo ich dachte so, nee, ist doch nicht euer Ernst, wo sind die Pommes? Auf die habe ich mich gefreut, auf die hast du dich gefreut. Auf die Pommes gewartet. Letztes Jahr, da ist ja eine Cafeteria und da konnte man so ab dem zweiten Slot, glaube ich, auch warme Sachen holen, so Pommes, Mayo, Ketchup. Wir haben alle Pommes, Mayo, Ketchup gegessen. Und dieses Jahr sagt die Frau, nö, machen wir dieses Jahr nicht. Und ich so, machen Curry. Bitte? Hab sie nicht verstanden. Ja. Ein veganes Curry gab's. Aber es hat auch jemand gegessen, war wohl lecker. Aber ich hatte ja Lust auf Pommes. Machte keinen Sinn. Ja, das zählt ja nicht. Definitiv nicht. Boah, ich muss sagen, die arme Randa. Ja. Nee, du hattest noch die Rückfahrt. Was? Ich habe die Rückfahrt war nicht ohne. Gehabt. Das schlaucht dann auch, ne? Ja, also 5 Stunden einen Tag davor hin, 5 Stunden wieder zurück. Nee, wir sind 4 Stunden zurück. War alles frei. Ach, echt? Die Fahrt dahin war ja... Keine LKWs sonntags, ne? Samstags war es ja. Ach ja, na klar. Ich denke, die ganze gestern war Sonntag. Natürlich. Ja, aber so hat sich das irgendwie auch für angefühlt, ne? Ja. So wie zweimal Sonntag heute. Das stimmt, muss schon gern, weil ich so müde bin. Wir haben uns es war so witzig, Oma und Opa haben die Kinder dann zur Location gebracht. Weil wir gesagt haben, es nutzt ja nichts, wenn die da reinkommen, das sind viel zu viele Menschen. Die wohnen dann nur nicht so weit von, ne? Ja, die fahren auch 50 Minuten bis da. Doch. Oh Gott, ja, gut. Das haben wir auch ein bisschen erschrocken. Wir sind dann mit dem Auto runter vom Parkplatz, da ist ja noch ein Parkplatz gewesen. Und da sind wir uns dann gegen Auto und das Auto geladen, damit wir direkt wieder mit nach Hause nehmen konnten. Ja, ach, die Kali war gerade eingeschlafen und hat sich so gefreut, uns zu sehen, so richtig so schlaftaumelnd. Dann seid ihr noch mit dem Auto vorbeigefahren, habt angehalten, haben sich nochmal alle gefreut. Das war diese Familienvereinigung auf dem Parkplatz nach dem Event. Das war kurz und knackig, aber schön. Ja, bei uns war es auch so, dass die Kinder tatsächlich bis zum Schluss gewartet haben. Meine Schwägerin hat ja auch. Wie viel Uhr wart ihr denn zu Hause? 21 Uhr, Punktlandung. Und der Kleine auch noch, war? Ja, der Kleine hat durchgezogen. Ne? Der hat irgendwie gemerkt, meine Schwägerin war schon so ein bisschen auf Aufbruchstimmung. Die hatte sich halt schon fertig gemacht. Das und er hat gemerkt, irgendwie, der ist ja da clever, ne? Der merkt das mittlerweile. Ja. Und dann hat er ständig gefragt, Mama kommt? Mama kommt und sie so, ja, die kommt gleich. Und das war der Fehler. Dann hat er gewartet. Muss ich noch erzählen. Oh, war schön. Ja. Es ist immer schön, wenn die wach sind und warten. Ja, voll. Ich habe mich so gefreut.
Randa hat ja nie den Namen ihrer Kinder genannt. Ich muss ja immer hier super aufpassen, dass ich nichts sage. Und das war so süß. Eine Followerin hat uns so Tüten mitgebracht. Also für Tyler so eine größere und vier kleine, für die anderen mit was selbst gebasteltem. Ganz süß. Ich glaube, ich weiß es. Es waren so Aufsätze, wo man seine Becher und Tassen draufstellt, so ja, personalisiert. Genau. Und das war ja so niedlich. Auf den Tüten stand der Name und auf den Bechern hat sie mir die alle hingeschrieben. Ich habe mich so gefreut. Und dann hat Randa das für ihre Kinder auch bekommen. Ich gucke, ich denke, das war so süß gemacht. Da haben die draufgeschrieben, die Große, die Mittlere und der Kleine, als Personalisierung. Ja, voll. Wie süß war das? Also, süß, oder? Ja, die heißen Randa, auch so, die immer wenn die so Leute... Nennt. Ja, genau, die Leute nennen... Also eigentlich sind das deren Namen im Internet. So doof, wie es klingt, ne? Der Große, ne? Auch, die Große, Sachen, die Kleine. Ja. Dann nee, kriege ich auch ständig und so, der Kleine. Nee, tatsächlich die Kleine, sage ich immer. Ja? Ja, die Kleine und dann sage ich halt Little G, ne? Der heißt ja nicht mehr Baby G, seitdem er kein Baby mehr ist. Er ist noch sondern ein Baby. Little G. Natürlich ist er noch ein Baby. Das ist sowieso eine Frage, die ich mir ständig stelle. Wie lange bleiben sie Babys? Lange, für oder? Immer? Ja. Nee, weißt du, wie lange die Babys bleiben? Sowieso. So, weißt du, was mir aufgefallen ist? Erzähl. Die sind so lange Babys, wie man so unbeherzt in die Füße beißen kann, ohne dass es cringe ist. Ich probiere es gleich mal bei der Großen. Und dann weißt du genau, die hat jetzt Erwachsenenfüße, da willst du nicht mehr reinbeißen. Dann ist sie kein Baby mehr. Das ist es. Es sind die Füße. Gut. Dazu solltest du einen Ratgeber schreiben. Auf jeden Fall. Wann sind Babys keine Babys mehr? Es wird ein kurzer Ratgeber auf jeden Fall. Der passt auf den Einschlag. Ich habe alles gelesen. Ja. Dein Buch hat dich in 3 Minuten durch. Ja. Ja. Taschen, Groschen, Groschenheft. Ah ja. Sonst ja, war nix. Sonst gab keine Vorfälle gestern auf dem Event. Nein, ne? Null. Es lief alles total harmonisch. Niemand musste vom Krankenwagen. Ach, einen Vorfall hatten wir. Jenna, bist du denn raus? Ach ja, wir haben aufgebaut, ne? Randa ging raus und sagt zu uns, zu mir und Henrik und ich glaube zu Felicitas und Diana, Achtung, es ist rutschig. Pass auf. Und wir so ganz vorsichtig runter ins Auto, kriegen wir schon die Nachricht. Mädels, aufpassen beim Rausgehen, ist super rutschig. Ich habe mich gerade richtig hingelegt. Und die hat übrigens durchgezogen mit dem dicken Knie. Das ist so krass. Die fährt, glaube ich, heute oder morgen ins Krankenhaus, weil sie Angst hat, dass was gerissen ist. Mit so einem Kühlpad drauf. Und da hat sie sich richtig hingelegt, ne? Boah. Ja, und dann haben die Leute Fotos im Sitzen mit ihr gemacht. Ja, aber das muss man auch mal machen. So stark dann zu bleiben, sich da hinzusetzen und sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ja, man denkt ja immer, die Leute haben sich ja darauf gefreut. Die haben sich eine Karte geholt. Du kannst ja nicht kurz vorher sagen, nö, bin ich da. Ja, ich habe mir doch mal die Bänder gerissen. Ja, Gott sei Dank. Beim Tanzen in Österreich. Ja. Kurz vor Abfahrt. Es waren genau, hast du die Uhr nicht gestellt? Ich hab's nicht gestellt. Ja. kurz vor Abfahrt. Also wirklich 10 Minuten, bevor wir wieder nach Hause gefahren sind. Und ich dachte mir, ach, noch so ein lustiges Tanzreel auf der Terrasse vor den Bergen. Das kann ich nicht mal gucken, weil dann schlecht wird. Ja, das habe ich auf Video. Ja, ich weiß, ich kann mir das nicht angucken. Da wird mir schlecht, wenn ich diese Drehung sehe. Aber das Gute ist, dass ich das dem Arzt dann zeigen konnte. Das war ganz praktisch. Und das Problem an der Sache, warum ich das jetzt erzähle, ist... Man entwickelt irgendwie Superkräfte, weil man dann einfach was erledigen will, fertig machen will. Ich musste Auto fahren, weil, also ich habe mir die Beine gerissen. Es hat so weh getan. Ich dachte, ich sterbe. Der Dominik wollte schon mit mir ins Krankenhaus dort und ich habe gesagt, nein, ich fahre jetzt nach Hause und gehe dann in Berlin ins Krankenhaus. Und er hat gesagt, ja, du bist doch irre. Ich so, nein, wir machen das jetzt. Hab mir eine Ibo eingepfiffen. Einfach so eine 400er Ibo. Nee. Und dann hätte ich habe ich mir auf den Beifahrersitz gesetzt und dachte, oh, dann chill ich halt da. Der Kleine war damals aber noch so klein, der war auf dem Rücksitz und ich musste mich ständig zu ihm rüberdrehen, weil dann ist die Flasche, wollte er eine Flasche, dann wollte er einen Schnulli. Die Großen haben zwar mitgeholfen, aber der wollte immer trotzdem Händchen halten mit mir und so. Und habe gemerkt, bei dieser Drehung geht gar nichts. Mhm. Also geht nicht, kann das nicht mit dem Knie. Also musste Dominik das übernehmen und ich bin dann tatsächlich 8 Stunden nach Berlin gefahren. Ja, und wieso hast du dich dann nicht zu dem nach hinten gesetzt? Ging auch nicht, sonst wäre ja dann die Große auf den Fahrersitz, auf den Beifahrersitz gegangen. Wollte ich damals noch nicht so lange fahren. Weil die noch zu klein war in meinen Augen, dass sie dann auf dem Beifahrersitz sitzt. Ja. Und ich konnte das Bein nicht so ausstrecken, wie ich es strecken wollte. Okay. Ja.
Es ging wirklich nicht. Sonst hätte nee. Ich habe nur gerade überlegt, warum diese Konstellation zustande kam. Also ich glaube, ich hätte da meine Große auf den vorderen Sitz gesetzt, wenn die noch nicht groß genug gewesen wäre mit dem Kindersitz. Dann habe ich ihn lieber nach hinten gesetzt, bevor ich da mit dem schmerzhaften Knie die ganze Zeit Gas geben muss. Das meinte ich nicht. Ja, klar. Da hättest du auch kein Bein ausstrecken. Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, klar. Wäre ich mal dabei gewesen. Hätte ich direkt gesagt, ran danach hin. Das war tatsächlich die einzige Lösung für uns in dem Moment. Aber shit happens, dem Knie geht soweit gut, ich habe es nicht operieren lassen. Ja, aber da stand lange im Raum, ne? Ja, aber es standen auch so viele Sachen. Man sagt immer, Knie sollte man wirklich erst anfassen, wenn gar nichts mehr geht. So in etwa. Und das geht noch alles. Okay. Also von daher. Was stand sonst an? Lounge deiner Kollektion war diese Woche? Lounge meiner Kollektion. Ja, beziehungsweise jetzt letzte Woche. Ja, aber war ja letztes Wochenende. Danach haben wir ja keinen Podcast mehr gemacht. Also war es im Endeffekt noch, wie war es? Erzähl. Boah, schön. Auch da brauchte ich noch mal ein paar Tage, um das so sacken zu lassen. Ich bin ja immer, ich weiß nicht, wie du das machst oder wie das bei dir ist, aber ich bin an solchen Tagen, wo es so richtig aufregend ist, nehme ich nicht alles auf. Das kann ich irgendwie nicht. Ich bin dann wie so in so einer Wolke und kriege nicht immer alles mit. Natürlich unterhalte ich mich, ich sehe alle Menschen und so weiter, aber diesen ganzen vollen Eindruck, da brauche ich immer so 2-3 Tage, um das so sacken zu lassen. Und habe dann ein ganz tolles Fazit gehabt. Also es war wirklich, wirklich schön. Ich hatte ja so einen Shop aufgebaut, wo alle sich dann Klamotten mitnehmen konnte. Dass sie so ernst genommen haben, dass am Ende nicht mal ich und Henrik unsere Favorite-Produkte noch so rauspicken konnten, weil nichts mehr da war. Verständlicherweise. Ich konnte mir was rauspicken. Ich warte immer noch sehnsüchtig auf einen Restock von dem schwarzen Shirt. Das ist mein und Henriks Shirt. Ich hatte das auch noch gestern bei einer dann gesehen, hier so bei Maria, die das so wie so ein Kleid anhat. Und ich dachte so, das sah so nice aus, ne? Aber das wird alles aufgestockt. Tatsächlich war es so, ich hatte nämlich gesagt, ihr dürft euch alles aussuchen und mitnehmen, was euch gefällt. Ne? Ich hätte wahrscheinlich sagen, und man lernt ja immer nur draus, ich hätte sagen müssen, nehmt euch 2-3 Teile und schaut auf euer Nachbarn, ob er auch was abkriegt. So, ne? Dass halt jeder so ein bisschen auf sich achtet. Und letztendlich war es wirklich, innerhalb von, glaube ich, 10 Minuten war der komplette Shop leer. Und wir hatten wirklich viel dabei. Aber man lernt nur draus. Ich habe auch so viele Learnings mitgenommen, auch wegen dem Shop und so weiter. Das sind alles Sachen, da weiß man einfach noch nicht, was auf einen zukommt. Man kalkuliert ja ungefähr. Ja, eben. Man kalkuliert ungefähr, wie viele Teile man eventuell produzieren sollte. Und ich weiß jetzt, dass ich definitiv von einigen Teilen zu wenig gemacht habe. Aber ich konnte es ja nicht abschätzen davor. Ja, und das Oversize halt immer noch voll modern ist, dass die großen Größen halt schnell weg waren, muss man sagen. Extrem. Mit XLL war, glaube ich, sofort ausverkauft. Dafür aber Sachen wie S&M wirklich, die man wahrscheinlich mehr produziert hat, weil es die gängigen Größen normalerweise sind, einfach dann noch über waren. Ne? Also, genau, richtig. Das sind halt Learnings. Ne? Das kannst du vorher halt nie wissen. Ne? Absolut. Yeah. Ja, bei dir war es da auch spannend letzte Woche. Ach so, ja, aber das dauert ja noch. Wir hatten das erste Fitting in Berlin. Genau. Das ist ja so, du kannst dann nochmal gucken, was haben wir schon so an Produkt hergestellt, was gefällt dir von der Farbe, wo du sagst, nee, der Stoff fühlt sich aber einfach nicht gut an. Dann haben wir Schnitte verändert, Nähte nochmal länger, kürzer gemacht, Schultern nochmal weiter runtergesetzt, weil sie uns noch nicht gefallen haben. Da muss ich auch mit der Größe nochmal richtig kalkulieren. Ich lerne daraus ja direkt mit, weil ich merke, klar. Dann musst du ja auch entscheiden, schneiden wir es direkt Oversize oder schneiden wir es normal und die Menschen kaufen eine große Größe, wenn sie es Oversize wollen. Aber da hat ja auch wieder, da merkst du ja schon, dass dann die Schnitte nicht richtig passen. Ne? Also auch jemand, der eine Größe S trägt, der sehr schmal ist, möchte vielleicht diesen Schnitt mit den versetzten Schultern tragen. Ja. Das war tricky, muss ich sagen. Hat auch einige Stunden gedauert, du bist ja am Ende noch dazugekommen. Ja, jetzt haben wir alles aufgeschrieben im Team, was wir ändern wollen und treffen uns einfach in 4 Wochen, wenn alles nochmal verändert worden ist. Und dann ist dann auch wirklich die letzte Chance, was zu verändern, weil dann geht's in die Produktion. Deswegen, ich bin gespannt. Mir ist dann wirklich gestern im Laufe des Tages nochmal, kennst du das? Das hast du wahrscheinlich auch gehabt, dass du irgendwann gedacht hast, das ist schön, dass wir das jetzt monatelang geplant haben, aber ich will das so gar nicht. Ja. Das ist ein Teil bei, das möchte ich so gar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Morgen reagieren, wenn ich sage, Freunde, da ist ein Teil, es gibt auch noch in 2 Farben, das ist immer schlecht. Möchte das so nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das Team morgen geht und ob sie sagen, oder wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen?
Ja, ja klar, warum denn nicht? Ich habe auch kurzfristig ganz viel noch geändert. Ich finde es übrigens so witzig. Wir haben einfach, wir sind beste Freundinnen und haben einfach beide Klamottenlabel und können jetzt gegenseitig immer shoppen beieinander. Ich lieb's. Aber es ist manchmal auch erschreckend, wie ähnlich wir uns sind. Ja, wir zeigen sind uns manchmal, also ich komme zu ihr und sage, guck mal, das planen wir so für November. Und zeige ihr was. Und sie guckt mich an, Madi, darf ich mal deine Farbkarte sehen? Ja. Klar. Ich hole die Farbkarte raus, sie nimmt ihr Handy, klickt dreimal durch und zeigt mir was. Und ich sage, was ist das? Meine Farbkarte. Also da waren wirklich Farben bei, die wir identisch hatten, die einfach nicht so Farben sind, wo du sagst, ey, Rot ist gerade modern keine oder Leoprint. Nein, so, wo man sagt, da ist klar, dass wir Überschneidung haben. Aber es war alles gleich. Ich zeige ihr eine Bluse und sie sagt, das ist nicht dein Ernst. Und dreht sich um und sagt, guck mal, die Bluse. Da frage ich mich, teilen wir uns ein Hirn? Teilen wir uns. Ist doch. Also das war das denn noch letzte Woche, wo ich dachte, wie... Und dann ist uns noch was die Tage aufgefallen. Achtung, ich habe ja mal in Mülheim an der Ruhr gewohnt. Ja. Mülheim an der Ruhr scheint die Metropole dieser Welt zu sein. Der Mittelpunkt, der Nabel der Welt. Egal, woran da gerade ist, was steht drauf? Mülheim an der Ruhr. Sie schickt mir nur noch Bilder auf Autokennzeichen. Was will mir das Universum sagen? Ich verstehe es einfach nicht. Überall da findet die Frau einen Dill. Erzähl dir von dem Dill. Sie macht einen Gurkensalat, ne? Also ich hab Spargelsalat gemacht, Spargelgurkensalat. Und da gehörte Dill dazu. Dominik hat keinen Dill im Geschäft gefunden und meinte, du Schatz, wir haben aber noch Dill im Gefrierer. Ich sag, Schatz, ich habe das letzte Mal Dill gekauft, gefroren. Ich glaube in der letzten oder vorletzten Wohnung. Also es kann gar nicht sein. Er sagt, doch, ich habe es gesehen. Macht den Gefrierer auf in der Seitending, in der Seiten hier Schrank. Sagt er so, hier. Ah, easy, sagt er. Guck mal, Dill. Ich sehe das. Ich sag, fuck, Schatz. Mega, hast du gesagt. Der lebt noch. Er so, das ist doch, der ist doch noch gut. Ich sag, guck auf das Verfallsdatum. Er schaut drauf und seine Augen fallen ihm fast raus. Das war vor der Kinder, ne? Ja. Das war so unangenehm. Und dann war ich so, das musst du in der Story zeigen. Ich so, ich zeig das nicht in der Story. Die denken alle, ich hab's von nicht mehr. Von wann war der denn? Also, wann ist der abgelaufen? Abgelaufen, nicht von wann er war. Abgelaufen. Und gefriergetrocknete Dinge sind ja 2 Jahre haltbar oder so, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube schon. Von 2014. Der ist 10 Jahre abgelaufen. 10 Jahre. Das bedeutet aber doch im Endeffekt, dass der mit dem Gefrierer mit umgezogen ist. Es lag irgendwo, ihr habt es nicht gesehen, so eine flache Packung. Oder wie? Nee, ich hatte den Gefrierer ausgeräumt. Ich habe das ausgeräumt und muss aber gedacht haben, ach Mensch, sieht noch super aus, die Packung. Und einfach weggeräumt, einfach weg. Und nicht drauf geguckt. Und dann lag der einfach. Ich habe ja noch mal einen neuen Kühlschrank gekriegt vor 2, 3 Jahren. Aber der Knaller ist, wo wurde das Produkt denn hergestellt, was seit 10 Jahren abgelaufen in deinem Gefrierschrank war? Mülheim an der Ruhr. Was stimmt denn nicht mit uns? Aber das beste Story, die ich dann auch noch fand, als du mich dann einen Tag später angerufen hast, hast du gesagt, Anna, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe mir noch nie gefriergetrockneten Dill gekauft und bin dann hier im Supermarkt und wollte irgendein Gericht machen. Ich guck deine Story und denk, lustig, Dill. Ich habe mir noch nie im Leben Dill gekauft, aber ich hatte auch ein Rezept gesehen mit Gurke. Ein anderes muss ich jetzt sagen. Trend. Und kauf gefriergetrockneten oder gefrorenen Dill. Und heute hat die einen 10 Jahre abgelaufenen Dill. Und ich habe mir heute mit meinen zarten 40 Jahren das erste Mal Dill gekauft, gefroren. Ich weiß, ich mag gar nicht so gerne Dill, glaube ich. Naja, ich auch nicht so. Nee, ja. Und da dachte ich nur so, wie kann das sein, dass du heute 10 Jahre abgefrorene Dill findest und ich heute zum ersten Mal Dill kaufe, wieder ohne Absprache? Es sind manchmal so seltsame Parallelen bei uns, ganz, oder? Wirklich strange Parallelen. Ganz strange. Ich muss dir was zeigen. Ich habe das gestern gesehen. Ich finde das so schön. Und Zeke sagt, das habe ich abgespeichert. Das wollte ich dir schicken. Es ist immer so, ja. Oder? Oder du schickst mir einen Link von irgendeinem wunderschönen Kleid, was wirklich jetzt nicht und total gängig ist. Ich habe es schon in der Hand. Oder es ist in meinem Warenkorb. Oder ich habe es schon bestellt. Das ist Standard. Wirklich wir Standard können sogar bei uns. Manchmal, wenn wir durch Sachen scrollen, sehen wir sogar Sachen, die gar nicht uns stehen, sondern nur dem anderen. Dann schicken wir es dem anderen. Wobei das ja gar nicht kann. Wir sind ja Zwillinge. Eigentlich müsste uns ja dasselbe stehen. Ich weiß gar nicht, warum gestern die Leute immer total irritiert geguckt haben, als sie gesagt haben, wir sind doch Zwillinge. Who's who, habe ich gesagt. Gesichter so. Ja. Ich habe gesagt, ich bin übrigens Denise das Randa, nur falls Verwechslungsgefahr besteht. Genau. Aber wir hatten super viele Geschwister und Zwillinge und Mamas und Töchter und richtig cool. Und die sahen sich alle super ähnlich.
Super oder ähnlich. Es war teilweise so, dass man gar nicht gesehen hat, dass die verwandt sind miteinander. Nee, oder Freundinnen, die aussahen wie Schwestern. Das war auch, na, so wie bei uns einfach. Ja, oder wie viele kamen gestern zu und sagten, wir sind wie ihr. Und wie ich habe erst am Anfang gar wirklich nicht gecheckt, was die das wollen. So und dann ich die Braune und sie die Blonde. Ja, und, ich und wir wohnen auch nicht zusammen in einer Stadt und so und so. Ja. Also voll niedlich. Dass ganz, ganz viele sich, die Rantella-Freundschaft, dass die da so Parallelen sehen, ne? Aber einfach so, ich sage jetzt was offiziell. Sag die mal, hatten alle einen Partner-Tattoo, Schatz. Ja, wirklich, was stimmt denn da wir nicht? Hatten, alle haben so Partner-Tattoo. Und wir haben jetzt beschlossen, wir wollen, dass wenn unsere Finger hier so zusammen sind, genau, so eine kleine, was hatten wir, Kaffeetasse, Smiley, nee, Herz. Smiley haben wir dann zum Schluss gesagt. Das finde ich super. Ich krieg nur die beiden Punkte, ne? Und nicht den Lach-Smiley. Aber alle haben gesagt, dass das nicht hält, diese Fine-Line-Tattoos. Und auf den Fingern schon mal gar nicht. Aber wir können doch schon mal das anfangen. Ich schaff das nur einmal, Schatz. Zwei Punkte. Ja, okay. Du hast ein Arschgeweih, Schatz. Wie hast du das geschafft? Ich habe kein Arschgeweih. Hörst du auf, sowas zu behaupten? Das stimmt nicht. Komm, gib's zu. Nein. Es wird auch wieder modern, Schatz. Aber ich sehe es jetzt gerade schon wieder. Arschgeweih ist das, wenn das so ist. Hab ich nicht. Achso, was ist denn sonst? Ich habe ein Tattoo am unteren Rückenbereich. Du Opfer. Stimmt nicht. Soll ich zeigen? Zeig mal. Warte. Du musst es in die Kamera halten, sodass es die Leute sehen. Ich habe Angst, dass man meine Ritze sieht, weil das so tief ist. Ich will nicht meine Ritze zeigen. Warte, ich muss erst die Unterhose da rauspöngeln. Warte. Sieht ja man meine Ritze? Okay, man kann es nicht Arschgeweih nennen. Das kann man, das ist einfach ein unteres Rückentattoo. Ich bin doch damals mit der... Ich finde gar nicht so schlecht. Ich bitte dich. Schatz, wirklich jetzt? Es ist wirklich schlimm. Da ist auch nichts, was wir schönreden können. Das ist ein super hässliches, nicht schön gestochenes Tattoo. Aber nein, weglasern ist keine Option. Weißt du, wie weh das tut? Auf gar keinen Fall. Ja, boah, das sieht so schlimm aus. Da verbrennst du deine Haut erstmal. Oh Gott, ne. Mehrmals. Nicht einmal, mehrmals. 10 Sitzungen oder so. Psst, nee. Horror. Ich bin damals mit der Hülle von, wie heißt sie? Sorry, ich lieb's. Wie heißt sie nochmal, die Blonde? Anastasia. Zum Tätowieren und gesagt, ganz cool. Mit so einem Kaugummi, das bitte. Und er so, schon wieder. Hä? Er so, steche ich dreimal am Tag. Und ich so, ist nicht cool? Und er so, doch. Und dann hat er mich hingesetzt. Kann er, ohne Witz, er hat das erste Stück, der hat so angesetzt, hat so gemacht, bzzzt. Und ich saß und habe nur gesagt, wie schaffen die Mädels das? Wie? Das tut so weh. Und dann sagte er, ja, aber unter Rückenstelle tut auch wirklich weh. Das laufen viele Nerven. Ich sage, aber da lassen sich ja alle Mädchen tätowieren. Also ich war 20 oder so. Meinte, ja, die sind halt alle, die ziehen das durch. Tiny, oder? Und dann wollte ich aufhören, aber ich hatte ja diesen Strich. Ja, scheiße. Hätte ich mal aufgehört. Heute denke ich mir, warum habe ich mir so Sorgen um diesen blöden Strich gemacht? Warum habe ich mir so Sorgen um den Strich gemacht? Warum habe ich nicht einfach aufgehört? Dann habe ich das stundenlang durchgezogen. Randa. Kann ich mir vorstellen. Nie wieder großflächig tätowieren lassen. Das tut so weh. Respekt an all die Mädels, die viele Tattoos haben. Was seid ihr für Maschinen? Ich bin auch ein Weichei. Ja, da gibt es auch welche, die sagen, die stehen auf diesen Schmerz. Okay, ganz viele. Oh mein Gott. Also ganz viele, die das sagen, die dann immer erzählen, hey, welches Tattoo und ich bin dann süchtig danach und will noch mehr und noch mehr. Ich denke mir so. Krass, und auch die sich hier so auf den Hals tätowieren. Fühl mal, wie dünn die Haut ist, wie weh das tut. Oh. Ja, also ich glaube aber die Stelle, die am Knöchel soll auch ganz doll wehtun oder am Schienbein soll ganz doll wehtun. Aber untere Rückenbereich soll einer der schmerzhaftesten Stellen sein. Also du hast gleich damit angefangen. Ich stelle mir auch das hier so schlimm vor. An den Rippen, oh Gott, ja. Aber das sieht auch schön aus. Das ist eine Stelle, wo ich sage, das sieht hübsch aus, wenn man dann hier so einen Schriftzug hat oder so. Finde ich schon nice. Go for it. Ja. Hashtag Rantella. Warte, ja, Hashtag Rantella und ich bin dann eine Baddie, würde jetzt meine Große sagen. Ich freue mich ja so auf diesen Urlaub. Ich habe gestern noch zu Henrik gesagt, ich freue mich so auf diesen Urlaub. Wir fahren ja zusammen in Sommerurlaub. Einfach nur mit meiner Baddie-Freundin, habe ich gesagt, am Strand zu sitzen und zu philosophieren. Und halte mich so gerne mit deiner Großen, weil es einfach so lustig ist. So jeder lustig. Sagt das. Jeder so sagt, lustig. Die ist Comedy pur. Boah, die Henrik ist einfach hat das auch von ihr gesagt. Wir lieben es. Ich und meine Baddie. Baddie Big Girl am Strand mit einem alkoholfreien Cocktail. Wirklich, die ist echt eine Marke für sich. Ich gucke die manchmal an und denke mir, ich habe einfach das lustigste Kind aller Zeiten auf die Welt gekriegt. Und es gab Phasen, da konnte ich mich mit diesem Kind nicht in einem Raum aufhalten, weil die doch TikTok-Syndrom hatte, kennst du noch? Oh mein Gott, man konnte ja nicht neben ihr stehen, ohne dass das passierte. Und ich habe mir gefragt, Maus, was tust du? Nichts, guck mal, ich habe so neue Moves. Und ich so, okay.
Ihr denkt, das ist lustig, aber wenn du das so 24 Stunden neben dir hast, hast du immer gedacht. Wirklich, also dieses von Kind zum Jugendlichen werden, wow. Schön, ne? Diese Phasen sind unbelievable, wirklich. Ich glaube, wir haben auch noch nie einen Podcast aufgenommen, fällt mir gerade auf, von heute auf morgen, ne? Wir sind sozusagen, es ist ein Up-to-Date-Podcast, so nennen wir die Folge auch. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Sollten wir Paul, der übrigens fürs Schneiden zuständig ist. Man muss aber dazu sagen, dass bei uns nicht viel zu schneiden ist. Ne? Wir nehmen vielleicht mal einen Satz raus, weil wir denken, ah, das hätte man besser formulieren können. Nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt. Oder man hat sich versprochen oder so, ne? Oder wir suchen irgendwas im Internet, so 10 Minuten, so, warte, ich gucke nochmal kurz nach. Wenn das zu lange dauert, dann schneiden wir es raus, damit ihr nicht die ganze Zeit dabei sitzt. Aber sonst haben wir eigentlich nie einen Schnitt, ne? Also hier wüsste ich jetzt heute noch nicht, was du wegschneiden solltest. Ich auch nicht. Ja. Es gibt so witzige Situationen, also auch da ist es so, das ist wirklich auch schon wieder so typisch wir. Andere Menschen bereiten sich auf Podcast Wochen, Monate lang vor, machen wirklich Konzepte, hier, dies, jenes. Die sind ja dann auch erfolgreich, Schatz. Meinst du, daran liegt, dass sie sich so lang vorbereitet haben? Aber wir sind halt einfach so, sitzen am Frühstückstisch und sagen, ein Podcast ist ja schon schön. Ja, ich habe gerade meine Gurke ausgespuckt, als ich gelesen habe, wir sind online. Und ich habe zu Hannah gesagt, womit? Womit sind die gerade online gegangen? Ich denke, no, wir haben doch 11 gesagt. Und sie, nein, das meine ich gar nicht, sondern dieses überhaupt, dass wir entschieden haben, dass wir einen Podcast machen. Dass man dann wirklich so, das ist halt auch wieder wir sind immer so, machen einfach. Aber das mag ich auch so. Nicht so ein riesen Ding draus machen, sondern einfach machen. Und irgendwie funktioniert es dann auch wieder. Nicht immer so professionell, wie wir es wollen. Nicht so, wie wir wollen, aber wir sind halt da. Wir haben auch gestern aber echt ein paar Hörer auch getroffen, ne? Ja, vom Podcast. Das so war voll viele. Schön. Die dann gesagt haben, ich höre das so gerne beim Sport. Das war jetzt voll oft die Antwort, beim Sport. Was haben wir denn für eine sportliche Community? Wir sind doch Sportmäuse. Wir? Ja, wir sind sozusagen dann auch Sportmäuse. Sportfluencer? Oh mein Gott, Denise. Ich sehe uns schon. Ich sehe uns da gar nicht, aber gut. Wenn es hilft. Wie denn, weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben? Ich habe so einen Post gerepostet, wo du so in der Hocke bist. Und mir dann die Leute geschrieben haben, oh mein Gott, das zählt für Denise schon als Sport. In welcher Hocke war ich denn? Wann und wo? Du bist einmal so, bei einem Foto bist du so runtergegangen. Ja. Und hast du noch gerufen, schnell, schnell, schnell. Ich konnte es gar nicht so lange halten. Es war für die mich Leute, schon Sport. Das ist so geil, das ist einfach so witzig, wie gut sie einen einfach auch kennen. Das war auch so ein schöner Moment, dass man, die stehen vor einem und erzählen so Geschichten und sagen dann so, oh, das ist so toll, dies und jenes. Oder das mit der Sporthose mit dir und Henrik. Und du hattest ja gestern diese Adidas-Hose an und alle so, hey, die ist voll schön, wir wissen gar nicht, was Henrik hat. Das ist einfach, du merkst, die sind aufmerksam, die sind da, die schauen das wirklich und man denkt sich, wow. Die wissen, wie sportlich ihre Mäuse sind. Ja, unter anderem. Und was einer der schönsten Komplimente, die ich gestern bekommen habe, und die hast du auch 100% die ganze Zeit bekommen, ist, ihr seid so natürlich und so echt und bleibt bitte so. Und das ist für mich wirklich so ein... Aufs Make-up bezogen oder auf den Charakter? Auf den Charakter, auf unsere Kanäle. Das einfach, das wirklich real life ist. So, ne? Und ich könnte das auch gar nicht anders. Ich glaube, du auch nicht. Das ist einfach... Schatz, wenn ich könnte, würde ich. Dann wäre ich durchgetaktet und organisiert und würde coole Sachen starten. Aber ich habe einfach... Nee. Aber auch da ist es schon wieder wie beide. Andere Influencer haben voll die Konzepte. Aber ich liebe das ja. Planen die und so weiter. Ja, ich finde es ja auch schön. Aber es würde auch bei mir nicht passen. Ich bin ja schon so, dass ich mir denke, oh Gott, morgen muss ich ein Reel abgeben. Okay, so, ne? Aber klar, auch heute, auch schon ich habe ja gefragt, können wir um 11 machen? Ja. Ich kann nicht um 11, hab noch was zu tun. Ist okay, gleich beeil mich. Ich spuck einfach meinen Kaffee wieder aus. Kaffeemaschine ist kaputt, Schatz. Ich habe jetzt hier Büro-Kaffee gezogen. Ja, und anscheinend lässt sie sich auch nicht reparieren. Ich gucke ganz böse in die Ecke da vorne. Da sitzt der Mann, der sich Freitag nicht drum gekümmert hat. Das kann doch nicht sein. Wir gucken mal. Ich hab einfach umso größer und... besonderer die Maschinen sind, habe ich so das Gefühl. Nee. Und so empfindlicher sind die, ich hatte oder? Das auch schon bei einer Knopfmaschine. Okay. Immer aber schon Ärger. Kaffee mag mich, glaube ich, nicht. Doch. Ja? Hat dich aber zu mögen. Hat mich zu mögen. Ja, Mann. Ich hab jetzt hier keine Kaffeetasse. Hast du überhaupt irgendein Getränk heute dabei? Wir haben Kaffee da. Ach, so eine schöne mintfarbene Tasse. Ich habe ja auch eine Lieblingstasse, Baranda. Es sieht aus wie grün. Mhm. Aber deine Kopfhörer sind grün, oder? Ja. Wo sind denn deine?
die sind verloren gegangen. Wirklich? Mhm. Ich habe ja auch ein paar Kopfhörer verloren. Das war richtig ärgerlich. Also, ja, das ist auch blöd. Die waren auch richtig teuer. Aber was soll's? Ich hatte sie meiner Tochter ausgeliehen im Urlaub. So ist es halt manchmal. Wir hatten ja auch schon mal was im Flugzeug letztes Mal liegen lassen, was wir danach noch am Rückflug wieder an einem anderen Flughafen abholen müssen. Frag nicht, warum. Geil, aber trotzdem wurde es aufgefunden. Ja, geil. Aber die haben das irgendwie woanders hingebracht danach. Und dann sind wir dachten, wir können es am Flughafen wieder abholen. Dann mussten wir noch, also Henning ist dann in so ein türkisches Taxi gestiegen und noch wie so ein Verrückter darüber, weil unser Flug ja ging und hat es noch abgeholt. Ach, ich sag's dir, mit Kindern hat man Spaß, was Verlieren angeht auf Reisen, ne? Ja, ich kenne das noch. Ich will nicht vom Kissen reden. Stuttkissen. Aber wir haben noch nie ein Kind verloren. Ja, boah, weißt du, wie stolz ich auf mich bin? Voll oft, dass ich denke, ja, yeah, alle Kinder beisammen. Das muss dir ja noch mehr so gehen. Ah, du lachst, in unserem Auto lachen wir seit Jahren darüber, wenn wir aussteigen, steht immer, bitte hinterlassen Sie keine Personen im Fahrzeug. Nee, ich sehe deinen nicht. Ja, beim Bus. Ja, steht immer, bitte lassen Sie keinen, oder hinterlassen, oder, ja. Und Henning sagt jedes Mal, okay, dann nicht. Und dann sagt er immer zu mir, traurig, dass man das dazu schreiben muss, weil es ja nun mal auf der Welt schon oft genug passiert ist, dass jemand ein Kind im Auto, oder ein Hund, oder irgendwie, ich glaube, da steht sogar Personen und Tiere oder so, ne? Dass man jedenfalls niemanden im Auto hinterlassen soll. Ja? Ach, krass. Ja. Das ist heftig. Ja, aber ja, wurdest du schon mal irgendwo vergessen? Als Kind? Nicht, ich wüsste. Ich ja. Doch, an der Schule. Ich habe doch mal 4 Stunden an der Schule gesessen, nur 5, im Schnee. Richtig unangenehm. Ja, da saß ich auf der Mauer an der Schule, über Stunden. Aber nicht meine Mutter, sondern die Freundin meiner Mutter, die mich abholen sollte. Aber das hätte mir auch passieren können. Einfach eine schlechte Absprache. Oh nein. Ja, und da hat meine Mutter wohl irgendwann angerufen. Und wie war es bei Abholen? Wie abholen? Und dann, dann saß ich da eingeschneit auf einer Mauer. Kein Scherz. Oh, und in so einem Dorf, wo jeder vorbeifährt und schon 1000 Mal angehalten und fragt, ist alles okay? Mhm. Ja. Gott, meine Mama kommt gleich. Oh Gott. Mhm. Oh nein. Stundenlang, ja. Und bei dir? Ich wurde in Tschechien vergessen, in einem Laden. Sind deine Eltern schon wieder in Deutschland gewesen, als es aufgefallen ist? Nein, zum Glück nicht, aber die waren echt... Also gefühlt waren es 2 Stunden. Ich weiß nicht mehr, ob es wirklich 2 Stunden waren. Auf jeden Fall haben die, es war so ein Schreibwarengeschäft. Und ich habe da Radiergummi und so mir angeguckt für die Schule. Und die sind dann raus. Ich habe es nicht mitbekommen. Du hast vielleicht meinen Blick gerade gar nicht gesehen, aber wir haben schon mal unser Kind vergessen. Das ist mir gerade eingefallen. Henrik, guck mich an. Welches Kind haben wir schon mal irgendwo vergessen? Warte. Welches? Du, ich und Danny. Welches Kind haben wir vergessen? Wir haben es nicht vergessen. Was denn? Muss ich länger gucken lassen. Was sagt er? Tyler. Achtung, kennt ihr diese Teile, wenn man im Elektroladen spielen kann? Daddeln? Ja, ja. Ich, Danny und Henrik im Saturn. Tyler spielt. Ich sag, ich gehe schon mal gegenüber. Ist Deichmann. Da musst du aus dem Limbecker Platz raus und reg gegenüber ist Deichmann. Ja. Da bin ich reingegangen, hab den Jungs Bescheid gesagt. Dann bin ich raus bei Deichmann, wollte zurückgehen, dann sind die mir entgegengekommen. Ohne Tyler. Wo ist das Kind? Wo ist Tyler? Und beide gucken so, bei dir? Nein. Ich bin extra zu euch gekommen und habe gesagt, sie spielt an dem Nintendo-Ding. Wir sind alle zurückgerannt, die stand immer noch da und hat immer noch gespielt. Das war bestimmt 30 Minuten. Wir haben die im Saturn vergessen. Entschuldigung für die Unterbrechung mit Tschechien. Nee, das, also es mir war, ist das gerade also passiert und ich habe ihn angeguckt und denke so, das passiert den besten Eltern, das hat nichts damit zu tun. Nee. Ne? Meine Eltern sind auch fürsorglich und lieb und ihr ja genauso. Und dementsprechend, die waren einfach unter Stress. Mein kleiner Bruder hat geweint, das weiß ich noch. Und dann sind die mit dem raus, beide. Ach so, ich meine, den haben die auch vergessen? Das ist ja krass. Also nee, den haben sie nicht vergessen. Die sind dann raus mit ihm und meine großen Geschwister dann auch raus. Und ich stand da dann und irgendwann dachte ich wie so. Wie alt warst du denn? Also 7, 8. Und ich konnte kein Tschechisch. Nicht? Aber leider nicht. Aber die Verkäuferin war super süß, ganz lieb. Die hat halt natürlich mitbekommen, dass sie mich da vergessen hatten. Und haben mir da was zu trinken gegeben. Aber und weißt du, was krass ist, Schatz? Du warst 7, ne? Ja. Wahrscheinlich war ich auch ungefähr 7, weil das war ja Grundschule. Dass wir uns daran noch so erinnern können, dass das wahrscheinlich ein einschneidendes, traumatisches Erlebnis war. Ich kann mich auch an die Mauer erinnern mit dem Schnee. 100%, natürlich. Das werfe ich denen manchmal immer noch vor, so als Scherz. So. Darf ich kurz, mich vergessen? Darf ich kurz was von Ramadan erzählen? Nur anschneiden, was passiert ja, ist. Erzähl.
das Zuckerfest, das erste Mal, dass ich dabei sein konnte. Ja. Und wir haben so direkt schön mit einem absoluten Fettnäpfchen gestartet. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten drei lange Tische, ne? Sitzen genau beim Essen. Und ich kenne so eine lustige Story aus Randers Familie. Die ist zwar irgendwie lustig, aber die hat natürlich auch einen faden Beigeschmack. Und ich habe die nochmal so zu Randa so erzählt. Und Randa fand sie auch so witzig, dass sie über den ganzen Tisch zu ihrer Mutter ruft, weißt du noch, Mama, da, das und das. Und ihre Mutter guckt sie nur an und sagt auf Arabisch, was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, musst du sowas erzählen? Muss das heute sein? So ein Thema heute? Unangenehm, genau. Also, nee, die Familienabgründe. Warum du die Familienabgründe heute ansprichst, ausgerechnet heute, aber auf Arabisch. Und guckt nur böse und guckt weg. Ich so, was hat sie gesagt? Nichts. Aber wir dürfen nicht mehr lachen und nicht mehr sprechen. Ich so, okay. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das war. Wenn meine Mama was gesagt hat, dann war das Gesetz. Punkt. So, und dann kamen wir noch zum finalen Abend, zweiter Abend. Ich sag, Randa, wir haben eh verschissen, was Snacks angeht. Ja. Hol die Mandelsplitter und die Käsekräcker. Sie mache ich. Richtig. Mache ich, genau. Sie waren weg. Soll ich euch was verraten? Ich habe sie immer noch nicht gefunden. Die sind weg. Ja, aber wir waren auf. So weit, dass wir uns safe sicher waren, die Kinder haben die genommen. Sie ran da so, ich gehe jetzt nach oben. Da lag ihre mittlere und meine mittlere, ja, Josie halt, ne? Josie. Und stürmten dieses Zimmer so richtig so, wer von euch, die wollte zur Überraschung, wer von euch hat die Mandelcracker? Und alle so, ne? Was für Mandelcracker? Geh raus. Ja, wirklich, geh raus und such dir dein Zeug woanders. Genau. Ey, wirklich. Ich die waren weg. Ich habe ungelogen die komplette Wohnung, nachdem ihr gegangen seid, komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe den ganzen Tag aufgeräumt. Ich dachte, ich bin mir 100% sicher gewesen, jetzt gleich diese kleine grüne Packung fällt mir in die Hände. Ich habe sie nicht gefunden. Ich vermute, dass sie doch irgendwo im Müll gelandet. Wir haben sogar im Müll geguckt, ob die Kinder, die heimlich gegessen haben, die Tüte weggeschmissen haben, diese signalgrüne Tüte, die wäre uns ja aufgefallen. Wirklich. Oder Henrik und Dominik haben sich die heimlich... Das ist die Lösung. Als wir die waren, waren das wahrscheinlich. Ist so. Naja, wir hatten jedenfalls keine Mandelcracker. Ich vermisse sie immer noch. Ich habe immer noch richtig Bock auf diese Mandelsplitter. Mandelsplitter, genau, nicht Cracker. Naja, Zeit ist um. Schatz. Zeit, Tschüss zu sagen. Zeit, Tschüss zu sagen, genau. Es war schön, dich zu sehen, Schatz. Wie immer. Bis später, ich freue mich aufs nächste Mal. Gut. Tschö, mit Tschö, ihr Lieben.